Jetzt müssen wir noch zum Aufzug und dann gucken wir mal. Wo müssen wir jetzt drücken? Hier. Okay, oh, da kommen welche. Oh, schon wieder welche. Weiche fort. Noch einer. Oh. Was ist denn das für ein Spawn? Dort kommen ohne Ende Leute. Okay, ich glaube. Oh, da kommen noch welche. Komm, wer will noch sterben? Noch einer? Ja, kommt. Ich warte auf euch. Ja, kommt ihr oder kommt ihr nicht? Ah, ihr traut euch doch zu sterben. Meine begeisterten Gegner. Game over. Und jetzt Höhlen. Oh, wo fahren wir hin? Oh mein Gott. Ist das eine Weltreise in diesem Spiel hier? Dort unten waren wir eben. Da waren wir dort unten. Und jetzt müssen wir hier hoch. So. Oh, eine Glocke. Ohne Geräusche. So, wir werfen die Waffe weg. Ist viel zu schwer. Oh, da oben ist was. Da gehen wir gleich hin. Weil ich glaube, man kommt, glaube ich, nicht mehr hier zurück. Doch von da oben. Aber wir gucken erstmal hier. Hier sind überall Helme. Eine Maus. Wo ist die Maus? Da, die Ratte. Wo ist die? Ich weiß nicht, ob man diese Ratte auch mal einfangen müsste, weil die hat man ja schon mehr als fünfmal hier in diesem Let's Play schon gesehen. Ihr habt das ja bestimmt die letzten Teile schon gesehen, die Ratte im Aufzug oder auf diesem langen Weg. Die Generation, überall diese Ratte. So, die Ratte. Was ist denn das hier? Da kann man was runterwerfen? Nö. Meine Kugeln. Na. So, wir können natürlich auch hier unten lang, aber wir gehen jetzt einfach mal hier hoch und gucken uns das mal an, was da oben ist. So, oh mein Gott, das ist so anstrengend, ey. Du hast einen geheimen Bereich entdeckt. Und diese Musik, okay, sehr interessant. Ein Goldbarren. Haben wir jetzt den. Wir haben den fünften gefunden. Nice. Hier runter? Okay. Okay, gehen wir einmal kurz zurück. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwie was. Ne, hier waren wir. Jetzt müssen wir hier lang. Okay. Dann gehen wir mal. Okay, dort ist die Brücke. Dort bin ich eben heruntergefallen. In der vorigen Folge. Oh mein Gott. Was gibt's denn hier? Gar nichts. Oh, da hoch? Ja gut. Packen wir wieder die Rohre aus und. Oh. Ich habe keine Kraft mehr. What the fuck? Also das waren die Vögel, oder? Boah, sind die aber schnell. So. Wo ist das eine Brücke? Ey? Nicht, dass die gleich einkracht. So, hier rüber ganz vorsichtig. Oh, oh. Oh, oh. Oha. Ganz, ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Boah, Klimper, Klimper. What the fuck? Habt ihr es gesehen? Das war der Jet. Was ich euch in der letzten Folge gezeigt habe und gesagt habe, den werden wir noch näher sehen. Was ist? Ganz, ganz nah. Jetzt müssen wir, oh, hier rüber springen. Oh, bitte nicht runterspringen. Nein, aber. Oh, oh. What the fuck? Also der Weg geht nicht mehr zurück. Schade. So, was gibt's denn hier? Werkzeuge, eine Leiter, Rohre. Nachladen. Helme. Was ist denn da los hier? Jetzt fliegen diese Jets ja ohne Ende hier lang. Munition. Oh, ein Goldbarren. Gold 30. Das ist auch Munition. Leben. Okay, nice. Hier ist eine Tür. Dort gehen wir einfach mal durch. Guck dir das an.
Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. What the fuck? Oh mein Gott. Mein Fehler. Zu schnell. Hab ich ihn? Okay. Headshot. Schon wieder Granate. Volltreffer. Ja, komm. Nice, danke. Hier rechts. Okay. Der Weg ist frei. Dann gehen wir jetzt. Oh, schnell. Schneller. Diese fucking Drohnen, wegen denen sind wir ja eben runtergefallen. Aber von hier aus kann man das gar nicht sehen, wo das liegt. Naja. So. Alles mitnehmen. Also in diesem Spiel ist es echt dekorativ. Sehr viel gestaltet worden. Gefällt mir. Also auf eure Frage nochmal hingewiesen. Ihr habt ja gefragt, ob sich das Spiel ja sich lohnt. Also 20 Euro für dieses Spiel. Episch, geil, hammer. Hammergeiles Kapitel. Beziehungsweise das Spiel von sich aus, die Kampagne, hammergeil. So, jetzt müssen wir einfach mal hier durchgehen, oder? Okay, ja, gehen wir einfach mal durch. Denk nach, BJ. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh scheiße, scheiße. Schneller, 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 komm, 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 komm. Schnell, 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 komm. Oh mein Gott, oh, es wird knapp. Oh, das war knapp. Fuck, fuck, was mach ich da, was mach ich da? Lad doch mal nach, oh mein Gott, sterbe. Okay. Wir haben es geschafft. Das war knapp. Leben, Rüstung, Munition voll. Granaten voll. Karte! Das ist eine Karte. Nice. Oh. Der Tresor war aber zu. Bei der ersten Folge. Wisst ihr noch, wo der Hund hier ankam? Mit dem Jäger am Anfang. Kam er hier durch, aus dieser Tür oder so. Ganz komisch. So, wir gehen jetzt weiter. Hier liegt eine Pistole. Okay. Hier liegt eigentlich nichts weiteres. Noch nicht mal einen Brief haben wir gefunden. Was haben wir denn? Zeichnungen fehlen aber noch voll viele. Zur Not kann man ja bei diesem Spiel auch nochmal nachmachen, beziehungsweise die ganzen Kapitel nochmal neu starten. What the fuck, denn? Was für ein Bastard. Liegt der da eiskalt? So, gut, wir müssen jetzt raus. Oh, hier sind wir angekommen mit dem Auto. Was geht denn jetzt ab? Scheiße. Nicht schon wieder. Oh mein Gott, oh mein Gott. Fotzen Arschgesicht. Also bis jetzt alles gut, alles gut, alles gut. Festhalten. Wir gehen jetzt in den Nahkampf über. Jetzt gleich aber. Oh, linke Seite auch noch. Ach, fuck. Ach. Hab. Okay. Okay. Da kommen noch welche. Mal nachladen, oder? Besser ist es. Also manchmal ist es halt mit einer Waffe einfacher zu schießen als mit zwei. Vermute ich jetzt einfach mal.
Okay, jetzt sammeln wir erstmal alles auf, weil... Oha, es ist heiß. Die ganzen Helme einsammeln. Helm, Helm, Helm. Ich will brauchen Helme. Ich wollte euch ja nochmal erklären. Was ist denn hier los? Wo schießt da einer? Oh. Ich wollte euch ja nochmal erklären, das hier. Also, hier kann man ja alles einsammeln. Rüstungsverbesserung 1. Wir haben 50 Helme gesammelt und müssen 100 haben. Dann ist die nächste Stufe frei. Und mit dieser Stufe haben wir das Vergnügen, Rüstungsverbesserung mal 2. Das heißt, wir müssen dann Rüstungswert um 25, das ist das 250, ist das also viel höher als jetzt zum Beispiel mit 100 oder 200. Man kann richtig, richtig gute Rüstungsverbesserungen machen. Auch natürlich mit dem Leben von sich aus. Oder hier kann man halt dickes Fell, Vampir, Gesundheitsverbesserungen, zum Beispiel hier beschleunigt die Gesundheitsregeneration um 5 Punkte, überlade deine Gesundheit um 250 zu erreichen. Wenn wir dies geschafft haben, dann geht die Generation viel, viel schneller höher und desto besser ist es halt. Auch schnelles Nachladen, desto, was muss man dafür machen? Schnelles Nachladen, töte Gegner mit dem letzten Kugel eines Magazins. Auch sehr cool. Also letzte Kugel auf den Kopf zielen am besten. Aber wir wollen jetzt erstmal hier weitermachen bei Wolfenstein, so Old Blood, mit der Geschichte. Also jetzt müssen wir einfach mal, glaube ich, hier... Ich komme da gar nicht dran. Ah, nicht noch zum Hochklettern, sogar auch für Türen aufmachen. Geil. Also, so ein Rohr muss ich mir auch mal besorgen. Sehr cool. Helme, Rüstung, hier liegt gar nichts. Okay, wir müssen jetzt hoch. Ich lade mal nach. Munition auch nicht mehr viel. Gut, dann gehen wir mal hoch. Was erwartet uns jetzt? Glück gehabt. Schwein gehabt. Oh, 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 oh. Komm noch mal. Nice. Die sammeln wir jetzt mal auf. Kann man ja eigentlich aufsammeln. Haben wir es geschafft. Gott sei Dank. Was ist das? What the fuck? Was ist denn das? Ist das ein kleiner Chihuahua? Wir müssen die bessere Waffe nehmen. Wir müssen die Kampfpistole nehmen. Komm. Komm doch mal. Ein Schuss. Game over. Das war's. Oh, die schießen, die schießen, die schießen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir jetzt Munition? Nice, haben wir. Wer schießt denn da? Granatenwetter, Jersche! Wir müssen es schaffen, wir müssen es schaffen. Ins Bein rein. Komm! Toll, keine Munition mehr. Fuck. Wir erholen uns kurz.